Im folgenden kurzen Video möchte ich euch verraten, wie man aus solch kurzen Stammabschnitten von 3 Jahre alten Kiribäumen massive Holzgebäude bauen kann. Aber was ist überhaupt ein Kiribaum? Kiribäume gelten als die schnellwüchsigsten Bäume, die wir auf unserer Erde kennen. Selbst im Klima Deutschlands können Kiribäume über 6 Meter in einem Jahr wachsen. Zum Vergleich, dies ist die Scheibe einer 12 Jahre alten Buche und dies ist die Holzscheibe von einem 12 Jahre alten Kiribaum. Komm mit, ich zeige euch mal ein paar frisch gepflanzte Kiribäume. Speziell für die nachhaltige Holzproduktion gezüchtete, nicht invasive Kiribaumsorten werden erst einmal für ca. 3 Wochen im Gewächshaus vorgezogen, bis sie dann auf landwirtschaftlichen Agrarholzplantagen gepflanzt werden. Wir befinden uns hier auf einer Anbaufläche, die wir vor knapp 8 Wochen gepflanzt haben. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, die Bäume sind in diesem Zeitraum von ca. 20 cm innerhalb der letzten 8 Wochen auf über 1,20 Meter schon herangewachsen. Jetzt stehe ich hier inmitten einer Kiribaumpflanzung, die wir vor ziemlich genau 4 Jahren hier gepflanzt haben. Ich habe hier einen Messstab mitgenommen, um mal zu gucken, wie viel die Bäume in den letzten 4 Jahren in die Höhe gewachsen sind. Ich glaube, da stößt gleich auch schon unser Messstab an seine Grenzen. Also, wir sehen hier 8 Meter und der Baum hat circa noch mal 1,5 Meter oben drauf. Das heißt, er ist jetzt in den letzten 4 Jahren knapp 10 Meter in die Höhe gewachsen. Ja, auch im Stammdurchmesser haben die Kiribäume hier in den letzten 4 Jahren stark zugelegt. Wenn ich jetzt mal nachmesse, den Durchmesser des Stammes auf Brusthöhe bestimme, da sehe ich, liegen wir hier bei circa 22 Zentimetern. Jetzt mal grob geschätzt, wäre eine Eiche nach 4 Jahren vom Stammdurchmesser in etwa daumendick. So, hier sind wir jetzt auf unserem Rundholzplatz. Nach der Ernte der Bäume werden die Stämme in Stammabschnitte von ca. 1 Meter abgelenkt und anschließend nach verschiedenen Durchmesserklassen sortiert. Die nach Durchmesser sortierten Bündel werden dann hier auf dem Rundholzplatz über ca. 6 Wochen erst einmal natürlich vorgetrocknet, bevor sie dann in die Produktion gehen. In einer Parallelkreissäge werden die Stammabschnitte nun vierseitig angesägt, sodass sie aufeinander gestapelt und dann im nächsten Schritt zur Trockenkammer transportiert werden können. Die 3 vor mir stehenden Stammabschnitte stammen von einem 3,5 Jahre hier in Tönesforst am Niederrhein gewachsenen Kiribaum. Das Alter auch deutlich erkennbar an den Jahresringen. Ich sehe 1, 2, 3, 3,5 Jahresringe hier. Aus diesen verschiedenen Durchmesserklassen produzieren wir dann im nächsten Schritt 8-Kant-Profile mit entsprechend angepassten Dimensionen, weil wir so die Nutzungseffizienz des Massivholzes optimieren können. Wir erzielen hier Massivholznutzungsgrade von teilweise über 70%.
die technisch auf einen Feuchtegehalt von ca. 15% getrockneten Rohprofile werden nun durch einen Industriehobel geführt, der in einem einzigen Arbeitsgang Achtkantprofile, die sogenannten Octagon-Profile, herstellt. Hier auf der Bohrlinie werden die gehobelten Achtkantprofile von zwei Achsen gebohrt und gehen von hier aus dann direkt in die Montage. Die fertig gebohrten und angefasten Achtkantprofile werden jetzt in der Montage mit diesen Kiefernholz-Systemdübeln verbunden. Es sind sehr scharfkantig gefräste Dübel. Kiefernholz ist härter als das relativ leichte Kiri-Holz mit einem Eigengewicht von nur 250 Kilogramm. Dadurch ist es uns möglich, vollständig auf Leim und andere metallische Verbindungen zu verzichten. Denn das härtere Kiefernholz schafft beim Eintreiben in die Bohrungen einen dauerhaften und statisch sehr belastbaren Verbund. Auf dieser Seite sehen wir das Modul für die tragende Außenwand. Es ist ein zweilagiges Modul, gefertigt aus zwei Profillagen A125 mm, dass wir eine Gesamtwandstärke von 25 cm erzielen. Auf dieser Seite sehen wir das Modul für die Innenwand. Es ist auch ein zweilagiger Wandaufbau mit Profilen 75 mm Stärke, dass wir also eine Gesamtwanddicke von 15 cm damit erzielen. Mit Kiri-Blocks kann man eine fast unendliche Variation von Gebäuden bauen. Ich habe hier mal kleine Modellbausteine mitgebracht, mit denen ich zeigen möchte, wie man auch einen Eckverband ohne zusätzliche Verbindungsmittel zusammenstecken kann. Dafür wird das Sockelmodul auf diese Leiste aufgesteckt. Hier wird die Wand weitergeführt mit einem weiteren Sockelmodul. Jetzt möchte ich diese beiden Einzelmodule miteinander verbinden. Das tue ich mit diesem Zwischenmodul, stecke es hier oben auf. Diese beiden Module möchte ich auch miteinander fest und statisch dauerhaft verbinden. Das tue ich mit einem weiteren Zwischenmodul. Und hier oben den Deckenabschluss tätige ich mit einem weiteren Sockelmodul, was ich umgedreht als Deckenabschlussmodul aufstecke. Ich habe jetzt eine Steckhöhe von 2,85 Meter in der Normalgröße und kann hier jede beliebige Decke dann auflegen. Kiri-Blocks können sehr raumeffizient und ressourcenschonend transportiert werden. Hier sehen wir die Standardverpackungseinheit, 1,30 Meter hoch inklusive der Unterleghölzer, 80 cm breit, dass wir auf einer LKW-Ladefläche drei Pakete nebeneinander und zwei übereinander stapeln können und können hier den Laderaum eines LKWs zu über 95% ausfüllen. Ja, Gebäude aus Kiri-Blocks gefertigt bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Neben ökologischen Aspekten, dass wir natürlich große Mengen an CO2 in der Gebäudehülle und in der Konstruktion dauerhaft gebunden haben, bieten Kiri-Blocks einen sehr guten Brandschutz. Die Brandschutzklasse wurde mit RI 90 klassifiziert von einer Materialprüfanstalt, dass wir also die höchsten Anforderungen an den Brandschutz mit Kiri-Blocks erfüllen. Des Weiteren bietet Kiri-Holz durch den hohen Lufteinschluss einen fast 40% höheren Dämmwert als andere Bauhölzer, sodass das Gebäude einen sehr niedrigen Wärmebedarf hat, einen Standardaufbau von einer 25 cm dicken Außenwand mit einer 60 mm Gutex-Außenplatte und einer Putzträgerplatte innen erzielt einen U-Wert von 0,19, erfüllt also dann alle Anforderungen auch an den modernen Wärmeschutz. Des Weiteren, dadurch, dass wir hier bei diesem System mit stehenden Fasern arbeiten, ist die Konstruktion statisch extrem belastbar, dass sich das System auch für den mehrgestöckigen Holzbau optimal anbietet. So, und jetzt wissen wir, wie man aus 3 Jahre alten Kiri-Bäumen massive Holzgebäude bauen kann. Interessiert auch ihr euch, mit Kiri-Blocks zu bauen?
dann freuen wir uns über eure Kontaktaufnahme. Unsere Kontaktdaten findet ihr unten in den Notes. Ich freue mich auf euch. Bis bald, euer Peter Diesenbacher.